verlorene Liebe ist endlich wieder da. Und da ihr das wahrscheinlich kaum erwarten könnt, verrate ich euch jetzt, was so alles auf euch zukommt. Herzlich willkommen im Clipping. Hagen ist ja gerade erst zurückgekommen, aber erhebt jetzt schon Anspruch auf den Familienvorsitz. Das alleine wäre schon Schock genug für die Lahnsteins, aber jetzt beschuldigt er auch noch seine Familie, schuld an Ludwigs Tod zu sein. Ein paar Meilen vor unserer Insel muss ein Tanker ausgelaufen sein und hat uns auf der Insel die Lebensgrundlage entzogen. Wir hatten kaum mal was zu essen, wir hatten Hunger. Irgendwann hat's Vater nicht mehr ausgehalten. Hagen. Das ist schrecklich, ja. Soll ich dir sagen, wer für diese Katastrophe verantwortlich war? Als ich auf dem Festland angekommen bin, habe ich recherchiert und herausgefunden, dass die Reederei, deren Tanker ausgelaufen ist, von einer deutschen Privatbank finanziert wird. Und soll ich dir sagen, von welcher? Und zwar von unserer. Wir alle haben Vater auf dem Gewissen. Wir alle. Die einen, die kümmern sich um Ölkatastrophen, die anderen streiten sich über Namensrechte. Denn Tristan will Olli einfach nicht das Namensrecht vom No Limits überlassen. Olli gibt nicht auf und ganz unerwartet tut sich eine Möglichkeit auf, vielleicht doch noch an den Namen zu kommen. Du gewinnst, du bekommst den Namen. Ich gewinne, ich suche einen neuen Namen für deinen Laden aus. Abgemacht. Fang an. Tristan und Olli, die spielen ja nur Spielchen. Aber die Giselle, die schlägt richtig zu. Sie hat ja mitgekriegt, dass Caro und Tore miteinander geknutscht haben. Und damit das bloß nicht nochmal passiert, schreibt sie jetzt eine E-Mail über Tore an die gesamte Firma, in der sie Tores schlimmstes Geheimnis offenbart. Und diese E-Mail schreibt sie auch noch von Caros E-Mail-Account. So, ich will wissen, wie lange das mit dir und Tore schon geht. Terminplaner. 15 Uhr TH. TH. Tore Hellström, klar. Er darf sich nicht in dich verlieben. Zwei Jahre wegen Trunkenheit und Fahrerflucht. Nicht, dass irgendjemand davon weiß. Aber er hat das erzählt. Nur er. Sehr geehrte Frau von Lahnstein, vielleicht interessiert es Sie, dass Ihr Art Director Tore Hellström in Wirklichkeit Tore Andresen heißt. Wurde wegen Trunkenheit und Fahrerflucht zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, kann es nicht länger mit meinem Gewissen vereinbaren. Mit besten Grüßen, Caro Schulz. Und, habe ich euch zu viel versprochen? Ich würde sagen, das ist ein richtig geiles Comeback der verbotenen Liebe. Also ab jetzt wieder einschalten. Montag bis Freitag, 18 Uhr im Ersten.